Willkommen zurück zu The Lost Vikings und mal gucken. Oh, wir können uns hier reinsetzen und jau. Wir können die Magneten bedienen und das ist eine coole Sache. Cooles Element. Oh yeah, bin ich voll überzeugt von. Und wie kann man da nochmal rein? Ah, genau, hier, okay. Zerstörungskreuz, was wichtig ist, denke ich mal. Nehme ich fast an. So, und jetzt gibt es hier nochmal was Neues, denn... haltet euch fest, meine Damen und Herren. Sein Schild kann hochgezogen... Wow. Sein Schild kann hochgezogen werden. Wie mache ich das jetzt? So. Knopf gedrückt. Das heißt, wir sind alle zufrieden. Ja. Fallschaden ist mir egal. Hui. Und noch ein neues Element. Diesem Level steckt ordentlich was drin, würde ich meinen. Vale kommt auch nochmal eben mit. Ist ja immer von der Partie, der liebe Kerl. So. Ja, komm, nimmt er mit. Naja, hoch her. Jedenfalls erstmal gucken, was es hier links gibt. Deine Mutter, Alter. So. Den Schinken würde ich gern haben. Damit ich noch nicht weiß, wofür ich den brauchen könnte. Ja, zum Vollheilen. Ja, das ist irgendwo Kloge. Ach du Scheiße. Okay, gut. Beziehungsweise schlecht. Alter, was soll ich machen? Scheiße. Hier lang. Ich denke, ich hätte das irgendwie klüger machen sollen. Den Zerstörungskreuzen. Aber naja, geht schon. Er kann ja von dem Teil nicht getroffen werden, er kann sich da schützen, wieder logischerweise. Und ich würde sagen, da er das letzte Kreuz hat, dann lassen wir ihn da eben hin und tötet beide Gegner. Und hier ist nur was zum Heilen. Geil. Wow, Respekt. Das macht natürlich wieder einen Wahnsinnssinn. Er setzt sich hier rein, zieht Olaf hoch und bewegt ihn nach links rüber. Und Olaf fliegt hier rüber, sieht knapp aus, aber passt alles wie angegossen. Knopf drücken und ins Exit laufen. Bisher sieht diese Welt relativ einfach aus, könnte man meinen. Und ja, finde ich auch. Also, ja. Lass mal sehen, was sich noch ergibt. Wenn Tomata so schlimm ist, warum hinterlässt er uns dann diese Bomben und Maschinen? Niemand sonst in diesem Spiel wundert sich darüber. Hey! Hört auf, ein Miesmacher zu sein, Olaf. In dem Spiel. Okay, also das Spiel wird echt nicht ernst gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Ehrlich nicht. So. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Moment. Ich glaube, das war so. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Doch, okay, es ist das Level, an das ich gerade denke. Sehr schön. Beziehungsweise sehr schlimm, weil das Level war scheiße. Genau das ist, woran ich gerade denke. So, kann man hier hoch? Kann man nicht. Aber man kann mit Eric da reinspringen. Oder so sieht es mir zumindest gerade aus. Jetzt andere Frage. Kann ich ihn eigentlich umbringen? Mit Pfeilen. Wenn ich ihn mal treffen würde. Ja, tatsächlich, man kann ihn umbringen. Coole Sache. Zack, zweimal getroffen und dreimal, denke ich mal. Wieder die ultimative Zahl. Alter, fick dich! Ultimative Zahl, dankeschön. Tot. So. Achso, hier kann man hochklettern, okay. Okay, warum sind da jetzt so viele Items? Das würde mich jetzt dann doch mal irgendwo interessieren. Vielleicht auf dem Mars oder so. Weiß nicht. Gut. Und runter mit den Herrschaften, würde ich mal sagen. Oh ja. Ist auch nicht gefährlich hier oder so. Vorsicht. Einfach nicht treffen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Instant Kill machen und deswegen wäre das unschön, von denen getroffen zu werden. Moment, jetzt muss ich mir das überlegen. Also, er muss ja auch mit. Warte, ich werde das jetzt so machen. Runterfahren und dann rein. So, das ist irgendwie klüger. Kann ich ihn mit dem Schwert töten. Nein.
Dann gehe ich hier einfach so durch, ohne ihn zu töten. Ach du Scheiße. Ja, okay, er kommt auch einfach durch. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die Feuerpfeile. Ich glaube, mit Feuerpfeilen müsste er ja wohl zu töten sein, oder? Dieser komische Gegner, weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, weil dann ist es Cybot, unzerstörbarer Gegner. Okay, gut. Geht tot und ich würde sagen, hier kann man nicht hochklettern, okay. Muss ja immer alles ausprobieren. Man weiß ja nie in diesem Spiel. Gut. Weiter geht's. Hier wird ja wohl ein Gegner kommen. Wieso rechne ich mit dem Gegner und er ist tot? Okay, da kommt nichts mehr. Nehme ich eben zum Futtern. Also bisher sieht mir das noch nicht so. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wieder irgend so ein komisches, sinnvolles Nutz-Item. So wie Nutztiere, das sind auch Nutz-Items. Was laber ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich halte die Fresse. So. Hochklettern. Und nach links, 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 links. Und runter, 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 runter. Gut, hier ist alles getötet worden. Das heißt, wir können hier runter. Runter. Und du auch noch, worum du bist. Da ist ja okay. Und nach oben fahren. Ich glaube, jetzt muss ich diese ganzen Items hier einsetzen. Die Spule gehört. Ja, hier rein. Okay, ist ja direkt markiert. Dieses komische Chemie-Dings hier rein. Und das dann wahrscheinlich hier rein. Hallo? Hä? Okay, habe ich da oben irgendwas übersehen? Da habe ich was übersehen. Ich bin auch ein Held, also... Ach so, wahrscheinlich... brauche ich das da, würde ich... Scheiße, ich hab's... Nee, ich hab das Level nicht verkackt, oder? Ich kann das noch... Ja, ich kann das noch retten, sehr schön. Boah, da sieht man mal, wie schnell man so ein Level fast verkacken kann. Muss nur mit einem Fahrstuhl irgendwo anders hinfahren, als da, wo man hin sollte. Wir müssen mit ihm nochmal kurz zu Baliok zurück und das Werkzeug holen. Oh je. So, hier haben wir das Werkzeug, sehr schön. Vorsichtig wieder runterfliegen hier. Und Werkzeug benutzen. Und tatsächlich, es ist richtig. Gut, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen mehr zu machen. Ich denke, das Level sollte eigentlich geschafft sein. Außer ich mache jetzt hier noch irgendeinen Bullshit, der wirklich dämlich ist. So, hier wahrscheinlich rein. Und wir bekommen eine Batterie und die wahrscheinlich hier rein. Ja, okay, Exit. Wir haben es geschafft. Cool, warum auch immer wir die Bombe dazu noch hatten. Bombe fallen gelassen und Bombe hingekackt. Ich hau zu gerne diese Monsterblatt. Wo sind die nächsten? Aber das machst du doch dauernd, Baliok. Ehrlich? Immer. Ja, richtig. Was zum... ist mit denen los? Das sind Wikinger. Ja. Es sind Skandinavier. Da haben wir das Problem. So. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Können. Wo muss ich jetzt erstes hin? Sieht mir doch stark nach einer Baliok-Schusspassage aus. Zack. Schöne Sache. Und nu? Zur linken Seite. Oder einfach nur Gegner. Nicht töten. Ach, dankeschön. Und ich kann hier hochklettern. Sehr schön, Feuerpfeil. Geil. So, das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung, würde ich sagen. Wenn man hier auch schöne Feuerpfeile hat. Okay, da gibt es nichts mehr. Wo runter? Den kann ich... What the fuck? Okay, Vorsicht. Hauptsache, ich fahre einfach mal komplett runter. Ein Laser. Gut, den müssen wir erstmal ausschalten. Ich denke mal, das dürfte ja nicht zu schwierig sein, den irgendwie auszuschalten. Ja, und das ist jetzt ja wohl klar, was wir hier machen müssen. Was? Und... Was? Und ich denke mal, wir müssen hier erstmal oben rumspringen. Die gehen schön lustig weg, die Plattformen. Das ist... echt wirklich schön lustig, sowas. Was ein Glück, dass wir nicht irgendwo runterspringen lassen haben. Weil so kann das gehen. So einfach kann das gehen. Man muss einfach ihn falsch runterspringen lassen und dann kommt er hier nicht mehr hoch und kann den Knopf nicht mehr drücken, zum Beispiel. So. Das ist jetzt, denke ich mal, für
Olaf? Ja, also ich möchte da jetzt nicht runter. Ich denke mal, das ist eher für Olaf. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber so wie mir das bisher aussieht, da, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Runter. Beten wir einfach. Aber das sieht mir doch sehr richtig. Ja, das ist definitiv eine Olaf-Passage hier. Ja, und du willst mich jetzt hier verarschen, oder wie? Stirb. Stirb. Sehr schön. Zack, nehmen wir mit. Laser aus. Und darunter. Ja, was anderes können wir eh nicht machen. Okay, ich hoffe, der rote Schlüssel ist hier irgendwo auf dem Weg. Ich weiß es jetzt gar nicht. Roter Schlüssel. Ach du Scheiße. Aber es sieht mir so aus, als wäre hier richtig, denn kein anderer von diesen Charakteren könnte hier irgendwie hochkommen. Außer mit Cheats. So Moonjump oder sowas in der Art. Mhm, das war knapp. Also ich glaube, man sollte hier nicht ganz runterfallen, denn sonst ist man im Arsch. Ich weiß nicht, ob es auch bei Fallschaden sowas wie Instant Kill gibt oder ob es jedes Mal nur einen Schaden gibt, wenn man tief runterfällt. Scheiß, Scheißdreck. Aua. So. Schlüssel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Aua. Okay, voll daneben gesprungen. Ich wollte eigentlich in die Öffnung rein, aber... Naja, Schicksal. Zack, so. Und nun kommt er jetzt einfach da runter, oder wie? Jo, scheint mir so, als hätte ich alles richtig gemacht. Sieht mir echt danach aus. Gut. Ne, Moment, falsche Etage. Mhm, weiter runter, 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 noch ein Stück. So, gut. Meint ihr nicht auch, dass wir beobachtet werden? Ja, als ob jemand unsere Schritte kontrolliert. Ihr zwei müsst paranoid sein. Oh, und was ist das für einen, der uns da anstarrt? Er hat recht, nix hier weg. Hä? I don't understand, this fucking shit. Don't know. Sieht mir noch so aus, als würde ich erstmal mit ihm hier durchlaufen. Und es sieht mir so aus, als würde ich wieder zurücklaufen. Sieht mir so aus, als würde ich erstmal hier hochlaufen. Es sieht mir schon fast unerklärlich aus, was ich hier machen muss. Bitte sei richtig, weil sonst mache ich mich jetzt hier gerade zum Affen. Okay, es ist richtig, sehr schön. Okay. Das wäre damit klar, was man hier machen muss. Nochmal drei Bomben einsahen, absahen. Und jetzt ist es meiner Meinung nach, ja, der Laser weg. Sehr schön. Cooler Mechanismus. Und da sind wieder... Okay. Hier lang erstmal mit den ganzen Charakteren und dann sehen wir weiter, was wir hier machen können. Aber ich werde jetzt erstmal das hier runtersetzen und... Olaf holen! Hallo Olaf! Na, willst du spielen? Das wird jetzt vielleicht relativ schwierig, den Moment der Plattform abzupassen. Ja, das könnte in der Tat relativ schwierig werden, aber ich glaube, jetzt rüber. Zack. Ach du Scheiße, das böse Maschine, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie trifft er noch immer? Was soll das? Alter, das ist ja beschiss. Und so. Aua. Die Kacke. Ja, was mache ich nun bitte? Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie mache ich das? Also erstmal hier was fressen, das ist ja wohl offensichtlich. Hoffentlich reicht das. Natürlich nicht. Noch eine Bombe. Okay. Ach Quatsch, Quark, ich muss ja erstmal hier hoch.
war schon fast wieder knapp, weil ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Und lass mich da rauf auf die Plattform, dankeschön. So, und jetzt einfach eine Bombe wieder reinschmeißen, ne? Gut, Laser wird hiermit offiziell weggehen, denke ich. So. Und im letzten Moment abspringen, damit wir keinen Fallschaden erleiden. So. Okay, dann würde ich mal sagen, her mit den Jungfernbräuten, die hier hochfahren wollen auf ihrer tollen Fahrt ins Paradies, was weiß ich. Ui, So, Laser ist aus. Mal gucken, was kommt jetzt hier noch auf uns zu? Bin eigentlich auf alles vorbereitet, würde ich fast behaupten. Bombe brauchen wir, okay. Wenigstens etwas Offensichtliches. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal ihn so hinstellen. Damit er diese Schüsse von diesem komischen Kanonenteil da abwehren kann. So. Guck mal, das für eine seltsame Kanone sein soll. So, und ich kann jetzt hier schön diese Teile abknallen. Jo. Und offen ist das Ding. Komm schon, so. Jo, eigentlich nicht schwer das Level. Ja, komm, fick dich. So, jetzt aber. Oh je, aber es war knapp mit dem Level schon kurze Zeit. Könnt ihr nicht ein wenig schneller schleichen? Ich möchte dich sehen, wie du dieses Schild längere Zeit trägst. Ja, oder das Breitschwert und einen Vorrat an Pfeilen. Wir werden dann schon sehen, wie schnell du läufst. Oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lasst euch richtig Zeit. Schon besser. Mhm. Bringt uns auch so viel, wenn sie sich schön viel Zeit lassen. Hopp. Cooler Name für ein Level. So. Ja, ich denke mal, es ist offensichtlich, was wir jetzt hier wieder anfangs machen müssen. Am besten den mit dem Schild vor, damit... Ja. Wegen sowas. Ja, geil. Ist der jetzt tot? Und der andere da unten, ist der auch tot? Ich weiß es nicht. Was ist da los? Warum? Ja, cool. Aufgeben? Ja. Das war jetzt schon irgendwie gerade blöd. Moment. Wahrscheinlich werde ich doch erstmal kurz mit Baleok da hoch, um zu gucken, ob ich die Teile irgendwie abknallen kann. Da diese komischen Toaster-Dinger oder was ist denn so? Ah ne, ich kann nicht schießen, werde ich hier. Oh, toll. Coole Sache. Da werde ich ihn jetzt umbringen, ist mir jetzt egal. Oh, hier rauf. Und hier müssen wir erstmal Anschwung nehmen, genau. Und zack, offen. Ja doch, das ist doch richtig so. Also ich denke mal, dass Eric da alleine hochspringen kann, weil sonst habe ich keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Das wäre dann ein bisschen sehr strange hier, das Level. So. Die Frage ist dann jetzt gleich, wer muss welchen Weg gehen mal wieder? Das ist sowas, was ich... Keine Ahnung... Muss ich ausprobieren, denke ich. So, und hoch. Erstmal gucken, ob es hier irgendwas zum Abschießen gibt, mal wieder. Ja, sehe ich doch schon. Da gibt es doch schon was. Ich hoffe, dass nicht wieder ein Laser kommt. Nee, nix Laser, aber ich würde sagen, die Charaktere müssen alle ihren Weg laufen, weil... Warte, wir gehen jetzt erstmal mit ihm hier. Ja. Das ist ja wohl offensichtlich jetzt. Jetzt runterfallen lassen, oder wie? Denke ich mal. So, Hauptsache da unten stand gerade keiner, weil das wäre jetzt wieder fataler Fehler gewesen, oder so, wenn wir Baleok da schon hingestellt hätten. Weil ich denke mal, er muss den Aufzug nehmen, oder? Weil ich meine, er kann ja nicht über die Grube springen und so. Oh, ich kann hier hochklettern. Zerstörungskreuz. Schöne Sache. Stirb.
Hauptsache, ich habe ihn jetzt auch getroffen, weil sonst war das jetzt mies. So. Vorsicht. Ja, nein, ich habe ihn nicht getroffen. Cool. Cool, aber trotzdem, wir kommen ja einfach durch. Schlüssel anwählen, bitte. Danke. Jetzt ist die Frage, wie wir Baleok noch hier durchkriegen. Und Olaf auch, weil der ist da oben auch gefangen. Ach so. Ja, cool. So. Ja, Fahrstuhl runterfahren, würde ich jetzt mal sagen. Zunächst. Und dann sehen wir weiter. Gucken wir, was sich hier noch so Tolles ergibt. Der Knopf. Ach so. Ach so, okay. Ja, wir sind fertig mit dem Level, würde ich sagen. Weil jetzt kommt hier nichts mehr Gefährliches, oder? Ja, das dürfte das Level gewesen sein. Fertig. Raus aus dem Scheißzeug-Dings hier. Scheißfahrzeug, Kran, wie auch immer man es nennen mag. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Lost Vikings wieder. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen und supporten könnt. Was für eine Herausforderung. Wie haben wir das nur überlebt? Wir haben Mut und Kraft. Wir sind Wikinger. Und dann sind wir aufgewacht. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ciao.